heraus. Ups, jetzt bringe ich hier noch zwei Sklaven mit. Jetzt ist halt so eine Banane, ja, wollte schon sagen. Wo bist du denn überhaupt? Bist du gar nicht mehr bei den Fleischfresser? Ich bin noch ein, zwei Meter nach vorne gelaufen. Ach so, oh mein Gott! Ich bringe ein paar Leute mit, ein paar Freunde von mir. Offensichtlich. Kannst aber du die Fernkämpferin da noch einmal angreifen? Ja, ich bin gerade wieder in so einem Finisher gefangen. Kannst du aufhören damit? Danke. Nein, jetzt habe ich wieder die falsche Taste. So. Boah, das ist doch echt doof hier. Das ist doch schon mal schön. Ja, das ist schön, ja. Hast du ganz vorbildlich gemacht. Da ist ja noch einer. Ah. Langsam wird es aber unübersichtlich hier. Ich glaube, wir sollten nicht zu lange rumeiern, sondern jetzt mal. Aber sollte man hier nicht das salzige Fleisch finden? Was? Ich dachte, wir sind hier für die Fleischfresser. Ah ja, genau, wir sind hier für die Fleischfresser, natürlich. Da ist ein Fleischfresser, da. Da kommen gleich wieder seine Minions da. Ich warte ein bisschen, bis du Schaden gemacht hast, bevor ich heile. Jetzt habe ich gleich wieder Akku. Achso, Moment, die kleinen Schnorrer wieder hier. So, ich hoffe mal, ich habe dir einen Akku gezogen. Ich gehe jetzt wieder auf den Fleischfresser. Jetzt habe ich die Schlangen hier, eine Patrouille von Schlangen am Boah, du hast aber auch immer was, ey. Diesmal kann ich überhaupt nichts dafür, ich stand hier nur. Oh mein Gott, sind das viele Gegner. Au. Aber diesmal stand ich ja nur praktisch direkt hinter dir. Ich kann auch nichts dafür. Ich bin tot! Ich bin gestorben! Nein, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Das ist ganz schön schwierig. Also anscheinend müssen wir doch ein bisschen Acht geben, wo wir langrennen. Ja, eventuell schon. Boah, Moment, während der Ladebalken ist, ich muss mal kurz mein Handy auf laut ausmachen. Mach das. So, ich buff uns nochmal. So, Handy ist lautlos, das ging gar nicht. Geben uns mal ein bisschen Mühe jetzt. Ja, das war echt blöd. Peinlich. Ja, sozusagen, ja. Schild der Auferstandenen beschützt euch nicht mehr. Na gut. Wir können auch die ganze Zeit bei dem Fleischfresser vorne warten, bis der spawnt. Was ja nicht aber das bringt auch nichts. Auch nicht. Ja, stimmt. Wir müssen einfach ein bisschen aufpassen. Ich denke, dann geht das schon. Da kann man diese Patrouille gerade von diesen vier Schlangen oder so, die dann gleich sich zielgerichtet auf mich gestürzt hat. Ach, das ist eine Vier-Schlangen-Patrouille, die da rumläuft. Besser als die einäugige Schlangenpatrouille. Ich weiß nicht, die klingt einfacher zu besiegen. So, oh nein! Oh, ja, okay, komm. Ja, ich kann sie halt echt nicht pullen, das ist ein bisschen doof. Vielleicht kriegst du ja noch eine Fernwaffe oder so. Ja, ich find's nicht schlecht. Ich glaube, mein Smite macht auch so ein bisschen AOE-Schaden, mein Zauberspruch. Manchmal zumindest. Jetzt habe ich das gerade nicht gemacht, aber vorhin tauchen immer so weiße Zahlen in den Köpfen auf, die anzeigen, wie viel Schaden man gemacht hat. Wie sie aus ihren Löchern kommen. Aber AOE wäre trotzdem jetzt nicht schlecht, abgesehen davon, dass du da natürlich maximal Aggro ziehst. Aber ich habe noch keinen Zauber. Da kommen immer mehr, ist super. Boah. Weil wenn bin ich Level 7 geworden. Ja, herzlichen Glückwunsch, GZ und so. Gar nicht. Kriegt man keine schöne Animation oder so? Ich bin das so gewohnt, dass es dann ein Jingle gibt und man Deutsch wird oder so. Hast du mal Ion gespielt? Nee, gar nicht. Da gibt's dann echt, dann fängt dein Bildschirm an zu blitzen. Super, ja, sowas erwarte ich auch. Ich mag das. Ja, das war auch nicht schlecht. Aber irgendwie. Ah, jetzt habe ich einen neuen Zauberspruch. Rebuke heißt der. Und der macht einfach so einen Schadensspruch. Damit mache ich dann offensiv Schaden auf einen Gegner und umstehende Feinde. Ah ja. So, da sind wir wieder. Mein Computer hat sich dazu entschlossen, mal auszugehen. Eine Pause sei ihm gegönnt, aber nicht in diesem Moment. Wenn wir schon Samstagabend zu Hause bleiben, dann wenigstens der Computer, der einen drauf macht. Also er funktioniert jetzt wieder und ich hoffe, das tut er auch noch ein bisschen länger.
Und ja, wir sind halt immer noch dabei, gegen diese Gegner zu kämpfen. Genau. Machen wir mal ein bisschen, machen wir mal hin hier. Kann ja keiner ansehen, wir 2 Stunden lang brauchen, um 10 Fleischfresser umzuhauen. Ja, wir machen das ja nicht extra. Jetzt machen wir extra schnell. Fleischfresser zuerst, ja. Da kommen ja vielleicht wieder die Hampelmänner noch, oder? Ah ja, genau. Stimmt. Muss ich die direkt mal an. Schlagt auf mich. Hat das funktioniert? Ich finde das aber auch gemein. Aber wir sind in einer Gruppe, sehe ich gerade. Oh! Scheiße! Kann ich denn hier einladen jetzt? Das heißt, du hast jetzt gar nicht den angerechnet bekommen. Das auch nicht, nee. Genau. Ja, Schande! Ja, Moment, ich lade dich kurz ein. Mach das. Rechtsklick in Gruppe einladen. Ja, hallo, wir sind Level 7 und müssen gegen Level 10er kämpfen. Das finde ich schon ein bisschen blöd. Da kommt die Schlangenpatrouille. Ja, dann kämpfen wir doch mal hier hinten gegen die. Ich wollte eigentlich gar nicht gegen die kämpfen, aber so können wir es auch regeln. Ja, doch. Das ist alles XP, die hier an uns vorbeiläuft. Level einzeln 6er. Kriegt man die auch ganz gut weg, glaube ich. Und da kommt schon die nächste Schlange. Das Blöde ist, von meinem neuen Schlag ist das genau die gleiche Animation von meinem alten Schlag. Und da ist der Sklave schon wieder. Das ist natürlich. Ja, die eine Schlange hat es auch nicht abgesehen. Aber die Fernkämpferin und der Skorpion, alle. Ist das scheiße hier? Nein! Aber sie gehen zumindest auf mich. So viel Erfolg. Ja, jetzt, hast du den gerade markiert? Jetzt, wo ich tot bin, ja, geht natürlich auf dich. Ach, du bist tot. Scheiße, das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Okay, ich lebe noch. Immer noch? Ja, ja. Okay. Ich plündere jetzt auch ganz erfolgreich diesen einen Sack, der übrig geblieben ist. Die fleischfressende Pflanze ist auch schon wieder da, genauso wie alle anderen auch. Ich stelle mich jetzt hier in die Ecke. Ah, die Fleischfressenpflanze hat mich gesehen. Sie hat dich gesehen. Ja, die kann ja schießen mit ihrem Gift. Ja. Und die kann halt ihre 2 Diener herbeirufen, die dann auch noch extra Ärger machen. Das hat sie noch nicht gemacht, aber da sind jetzt schon wieder die vermaledeiten Schlangen. So, ich schleiche mich jetzt mal an den Krokodilen hier vorbei. Da kommt mich doch links ein bisschen vorbei. Das ist ja mal eine ganz gute Sache. Ich habe nur eins mitgenommen. Aber hier ist ja auch, hier ist noch ein Sklave, hier ist ja einiges los. Das Krokodil habe ich jetzt hinter mir gelassen. Boah, das ist ja hier nicht zum Aushalten. Aber ich bin auch noch in diesem WoW-Modus schon, dass ich immer gerne rechtsklicke, um jemanden anzugreifen erstmal, also wenn ich gerade nicht casten möchte. Ja, erstmal auswählen. Wie funktioniert das bei einem Fernkämpfer überhaupt? Einfach mal Cast aktivieren, oder? Ja, wenn ich einen Cast aktiviere, nimmt er einfach irgendwie das nächste Ziel. Was ist weil ich kann mit Tabulator auch eigene Ziele durchschalten. Ah ja, okay. Oder halt einfach mit der Maus markieren, das geht auch. So, mir geht's mittelgut. Erstmal eine Banane futtern. Ja, weil der Typ da auch immer noch auf mich schießt. Und da kommen die Minions. Ja, ich hätte ihn vielleicht nicht mit so wenig Leben in den Kampf gehen. Das schaffen wir jetzt schon. So, weg ist sie. So. Jetzt hier noch den Schnorrer. Ey, da kommt noch jemand. Das ist ein Spieler, aber. Ja, ja, ich weiß. Also, das war jetzt auch mehr so ein erfreuliches. Hey, da kommt noch jemand. Vielleicht können wir uns anschließen. Ist da gerade ein Spieler gestorben? Ne. Der ist auch schon Level 10. Wir sind ja echt vielleicht noch nicht geeignet. Vielleicht sind wir ein bisschen zu früh in das Gebiet gelaufen. Aber neben den Quests ist auch nicht eine Levelanzeige zum Beispiel. Also wofür das geeignet wäre. Das finde ich frech. So, kann ich den einladen?
Ich habe ihn mal eingeladen. Hier hinten sind übrigens zwei Fleischfresser. Der will aber nicht. Wo bist denn du? Hier weitergegangen. Ach so. Moment, dann renne ich dir mal kurz hinterher. Damit die uns nicht alle Fleischfresserpflanzen wegnehmen. Ja, ganz geschickt gemacht. Hier kommen jetzt zwei Minions, die sind zu mir gekommen, weil ich... Moment, dann komme ich mal eben zu dir. So. Ja. Oh, da kommt schon wieder eine Schlangenpatrouille, müssen wir mal aufpassen. Nein, da sind noch die anderen Kollegen. Ja, gleich das ist ja schon mal was. Zu gehen. Ja, genau. Sehr schön. Da hier. Jetzt macht den Schnorrer Platz, war gut. Das ist Zauberer ist das, ne, der andere? Der macht nur so Blitze die ganze Zeit. So, das war ein. Oh Gott! Ich hab Schlangen mitgebracht. Oh, ich hab gerade ins Leere geschlagen. Das ist übrigens als Nahkämpfer ein bisschen aktiver, das Spiel, glaube ich, weil man halt schon drauf achtet, wo man hinschlägt. Mit diesen Rechts-Links-Schlägen, da trifft man ja schon wirklich die Leute, die wirklich vor einem stehen. Das ist nicht wie bei anderen MMOs, dass das dann reicht, wenn man ihn ausgewählt hat und in Reichweite ist oder so. Ja, absolut. Das geht, glaube ich, als Caster leider ein bisschen verloren. Das spielt sich doch als Caster sehr klassisch. Ja, okay. Also ich bin jetzt hier mal direkt auf den nächsten Flash, was in den Quatsch da gegangen. Ich dir und warte darauf, dass du genug Akku hast, dass ich in Ruhe heilen kann, ohne sofort die ganzen Leute selber am Sack zu haben. Ja, gut. Aber da kommt trotzdem schon einer der Minions. Ja. Das hat die Arbeit als Tank, ne? Ja, habe ich ja immer nicht gemacht. Habe ich ja immer nicht gemacht. Ich liebe Tanks. Ich war immer Heiler. Ich sterbe. Scheiße, ja, ich sterbe. Mein Heal Over Time, das hat nicht so. Ich habe die Pflanze noch mitgenommen, das ist das Wichtige. Ich glaube, der Kader schießt auf dich, kann das sein? Oder sah es nur so aus? Das sah wahrscheinlich nur so aus. Nein, der schießt, glaube ich, tatsächlich auf mich, oder? Bin ich ganz sicher. Die Feuerbälle gingen in deine Richtung und ich dachte, der trifft dich, aber vielleicht hätte er auch nur geholfen. Ja, mit seiner Succubus da. Boah, diese Schlangen. Nee, ich glaube, der ist uns freundlich gesonnen. Ja. Also ich glaube, für jemanden, der sich mit dem Spiel auskennt, sieht das total amateurmäßig aus, was wir hier fabrizieren. Ja, gut. Das sind wir halt auch, ne? Das ist ja, sind wir schon. Exakt die korrekte Entscheidung. Aber man will ja trotzdem nicht so aussehen immer. Ach, das passt schon. Es ist ja nur ein Let's Test. Wir wollen das ja nur mal ausprobieren. Und sind hier an keine Regeln gebunden. Und das recht nicht an die Regel, dass wir gut aussehen müssen. So. Ich habe jetzt 4 von 8 von diesen Fleischfresserpflanzen. Ja, ich kann nicht nachgucken, weil hier kommt schon wieder so ein scheiß Skorpion. Hast du nicht rechts oben neben der Minimap da so eine Questanzeige? Ja, da habe ich leider nur den Faden verloren. So heißt die Quest. Was also ganz passend ist gerade irgendwie. Jetzt geh halt kaputt. Boah, da kommt schon wieder die nächste. Ich möchte nur nachgucken, wie kann man das Questlog eigentlich aufrufen? Ich weiß es nicht. L vielleicht, L nicht. Q vielleicht, ne, Q nicht. C vielleicht, ne. Okay, dann gehen wir über die Tabs oben. Wahrscheinlich schneller, ja. Bevor man versucht, hier irgendeinen Hotkey erstmal zu finden. Ach, das ist ganz rechts. Okay, den Faden verloren ist nicht das, was wir gerade machen. Unkrautjäten ist das. Ich habe 5 von 8, ja, logischerweise, weil ich einen mehr habe als du. Da rechts ist noch eine Pflanze. Machen wir die auch mal jetzt dann. Ach, die ist ja vollkommen unbekannt bisher. Da kommt schon wieder so eine scheiß Schlange. Irgendwie ist das so ein Schlangennest. Das ist ja echt nicht schön. Nee, ganz im Gegenteil. Wenn ich nächstes Mal aufsteigen würde dadurch, dann wäre ich ja besänftigt. Schlangenalarm, Schlangenalarm. Oh, schon wieder. Moment, mal kurz den Flashwasser. Oh. Was sind denn die Schlangen überall? Hier sind ja nur Gegner. Hier geht's gerade richtig rund. Eine Schlange habe ich noch am Hals. Ich werde sterben. Das stirbt sogar noch schneller als ich. Ich werde sterben. Und zwar. Vielleicht sollte ich auch einfach mal wegrennen, wenn es Blut aussieht. Ich bin gestorben, verdammt. Ja, wegrennen wäre vielleicht mal eine Alternative, aber ich habe das Gefühl, dass wir halt in Gegner rennen würden.
Ja, stimmt schon. Hier sind ziemlich viele unterwegs. Ich gehe jetzt auch drauf. Der